Das könnt ihr nicht machen, verdammt nochmal! Das ist Puccini, Jungs. La Bohème. Ja, Reuter? Ich wusste ja auch nicht, was sie da ist. Ich wollte ja nur helfen. Da waren zwei Männer, die haben einen anderen festgehalten. Und ein dritter hat ihn geschlagen. Und er hatte auf einmal eine Pistole. Und dann? Hat er abgedrückt. Ich habe geschrien. Zwei von den Typen haben sich umgedreht. Und ich bin losgerannt. Und die zwei hinterher. Total Panik. Also hier ist der eine Mann erschossen worden und der Typ mit der Pistole stand da. Ist das Blut? Ja, ist möglich. Ruf mal die Spusi an. Sie sollen Lampen mitbringen. Ja. Von wo aus haben Sie das beobachtet? Ich stand da oben und ich bin dann nach hier weggelaufen. In dem Raum hier habe ich mich versteckt vorhin. Hier habe ich auch meine Handtasche verloren. Sie haben Ihre Handtasche verloren? Das haben Sie vorhin gar nicht erzählt. Ich weiß. Tut mir leid. Ich bin völlig durch den Wind. Können Sie uns die Stelle zeigen? Das muss hier ungefähr gewesen sein. Ein Lippenstift. Aus Ihrer Handtasche? Ja, das ist meine. Hier ist keine Tasche. Dann haben Sie die Täter. War irgendwas drin, wie ein Personalausweis oder Führerschein? Nee. Mein Portemonnaie mit 30, 40 Euro vielleicht. Würden Sie die beiden Männer wiedererkennen? Die zwei, die mich verfolgt haben, schon. Den dritten nicht. Es war total dunkel. Und das Opfer? Ich glaube schon. Nadja! Geh ruhig rein. Ist alles okay? Alles okay? Guten Abend, ich bin Mick Ebert, Ihr Freund. Karin Reuter, Kripo Köln. Marshall. Ich habe mit Nadja telefoniert, sie hat mir alles erzählt. Konnten Sie denn schon jemanden verhaften oder so? Nein, noch nicht. Aber du hast sie gesehen, oder? Kannst du sie nicht beschreiben? Sie hilft uns so gut sie kann. Kann Nadja heute Nacht bei Ihnen bleiben? Ja, na klar. Können wir gehen? Ja, natürlich. Ja.
Sie glauben mir doch, oder? Ja, ich glaube Ihnen. Ist das Kunstfaser? Bitte? Dein Anzug. Kunstfaser? Das ist eine ausgewählte Spitzenbaumwolle mit Rohseidenbeimischung. Morgen, Vanessa. Morgen. Hat die Spuse sich schon gemeldet? Nee, noch nicht, aber Julia hat bereits die Vermisstenlisten bearbeitet. Ach. Mit Erfolg. Es wird ein Italiener vermisst. Leo Ambrosi, der betreibt einen Pizzaservice in Port und ist gestern nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Seine Frau hat ihn als vermisst gemeldet. Kunstfaser? Ohne Frechheit. Ey, das ist ein Strich-Achter. Baujahr 1969. Dunkelrot. Sagen Sie, warum kommen Sie nicht einfach vorbei und gucken ihn sich an? Ja? Prima. Wiederhören. Mein Gott, da will man einfach nur sein Auto verkaufen. Da fragen Sie einen, ob die Fußmatten original sind und welchen Stoffcode die Sitze haben. Sagen Sie, Herr Wagner, ich habe gehört, Sie wollen Ihren schönen Strich-Achter verkaufen. Ja, das ist richtig, Herr Schneider. Haben Sie mal gesehen, was da hinten an Abgasen rauskommt? Ach, plötzlich. Hat sich doch früher nicht gestört. Ich brauche kein Auto. Der war gut. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich Frau Reuter? Die habe ich ja eben noch gesehen. Gut, bis gleich. Nach Ports. Nadja Winkowski wird gerade von ihrem Freund nach Hause gebracht und wir treffen uns dann bei ihr. Falls wir das überleben. Sie wohnen. Sind Sie sicher, dass kein Ausweis in Ihrem Portemonnaie war? Der Videothekenausweis. Den habe ich total vergessen. Schauen Sie sich das mal an. Das ist der Mann, der erschossen wurde. Ganz sicher. Wir waren schneller als ich. Ich bin immer die Jüngste. Aber ich habe das Kfz-Zeichen. Sehr gut. Ja, und die Fahndung ist schon draußen. Ruf Jonas an, er soll Personenschutz beantragen. Und Frau Ambrosi vorladen. Ist alles okay? Frau Ambrosi? Fischer, Kollege Wagner, wir hatten telefoniert. Hallo. Danke. Sie hatten Ihren Mann als vermisst gemeldet. Er soll gestern Abend nicht nach Hause gekommen sein. Ja. Haben Sie ihn gefunden? Setzen Sie sich doch erstmal. Wir bräuchten noch ein paar Informationen von Ihnen. Wann war Ihr Mann denn normalerweise zu Hause? Um 10 macht er den Laden zu. Und dann ist er so um 10:30 zu Hause. Es kann auch mal später sein, wenn er noch Auslieferungen hat. Ich bin ins Bett gegangen, aber als er heute Morgen noch immer nicht da war. Und was ist mit seinem Handy oder der Festnetznummer im Laden? Ich habe alle Nummern angerufen, aber er ist nicht drangegangen. Also haben Sie die Polizei verständigt? Nachdem ich beim Laden war. Er hat die Tür nicht abgeschlossen. Da wusste ich, dass irgendwas passiert ist. Der würde nie weggehen, ohne abzuschließen. Hatte Ihr Mann Feinde? Nicht, dass ich wüsste. War sein Verhalten in letzter Zeit irgendwie auffällig? Gab es Probleme beim Pizzaservice oder hat er Schulden? Nein. Wie geht es jetzt weiter? Wir ermitteln noch. Und Sie halten mich auf dem Laufenden, ja? Natürlich. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Frau Ambrosi, Entschuldigung, aber ich frage jetzt trotzdem.
trotzdem mal, was haben Sie da gemacht? Sie meinen den Gips? Das ist, da habe ich, ich habe mir die Nase richten lassen. Echt? Ja, das wollte ich immer schon. Eine Schönheitsoperation? Ja, im St. Vinzenz Krankenhaus. Die Nase. Angeblich hatte sie das schon als Kind vor. Das geht vielen Frauen so. So, ich habe eben mit dem behandelnden Arzt telefoniert. Frau Ambrosi hat sich ihre Nase richten lassen, weil sie ihr zuvor gebrochen wurde. Ja. Wer ist das? Der Besitzer des Fluchtwagens, Marco Zambrotta. Mehrfach vorbestraft wegen Drogendelikten und Auftragsschlägereien. Müsste jeden Moment da sein. Das ist ja gar nicht echt. Finger weg! Sagen Sie diesen Idioten, soll ich mich gefälligst loslassen? Ja, Zambrotta. Das ist aber schön, dass Sie unsere Bitte um ein klärendes Gespräch so schnell und so freiwillig Folge geleistet haben. Ich kann es erklären. Wir sind gespannt. Ich war bei der Arbeit. Ganz normal. Was machen Sie denn beruflich? Außer sich um das Anwachsen Ihres Vorstrafenregisters zu kümmern. Autolackiere bei einem Meisterbetrieb. Karosserie Schilden, Vogelsanger Straße. Und da waren Sie den ganzen Vormittag? Ja. Hab mit einem Kollegen ein Auto lackiert, einen alten 280er. Wie soll das denn gehen? Gleichzeitig einen alten Daimler lackieren, in eine Wohnung einzubrechen und meine Kollegin fast überfahren. Das brauchen Sie mich nicht fragen. Der Kollege und ich, nach dem Lackieren, wir wollten Ersatzteile kaufen für einen VW Golf, Motorschaden. Da sehe ich, dass mein Auto weg ist. Gestohlen. Gestohlen? Gestohlen. Wir waren auch gleich bei der Polizei. Anzeige gestartet. Hier. Wo waren Sie gestern Abend, kurz vor Mitternacht? Tanzen. Sie und Ihr Kollege? Ja, im Splash. Drüben im Buchheim. So bis gegen eins. Und Ihr Kollege? Hat er auch einen Namen? Klar. Lucchesi. Daniele Lucchesi schreibt sich mit Doppel-CH. Und im Splash, hat Sie da jemand gesehen? Natürlich. Der Türsteher. Freddy Polish. Die sind nicht so dumm und kommen nochmal wieder. Ja, und warum nicht? Weil die gemerkt haben, dass du mit der Polizei gesprochen hast. Ja, eben. Damit wissen die, dass ich eine Aussage gemacht habe. Nein. Klar, das ist wie ein Beweis für die, dass ich sie gesehen habe. Ich bin die einzige Zeugin. Zeugin wofür denn? Es gibt keinen Verletzten, es gibt auch keinen Toten. Mick. Mick, die werden mich kriegen. Ich habe einfach Angst. Musst du nicht. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Alles gut, ist für die Kommissarin. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich muss Sie bitten, mitzukommen. Wir haben möglicherweise einen der beiden Männer festgenommen, die Sie bedroht haben. Und falls es sich um einen der Täter handelt, können Sie ihn vielleicht identifizieren. Das ist aber keine gute Idee. Wenn der Kerl Sie erkennt, dann... Er wird Sie gar nicht sehen. Sicher? Sicher nicht. Und? Frau Winkowski. Ich weiß nicht. Vielleicht die Nummer eins. Vielleicht, das reicht nicht für eine Identifizierung. Es war dunkel und es ging alles so schnell. Das sind Sie also nicht mehr sicher. Tut mir wirklich leid. Ist doch okay, oder? Ich meine, besser als dem Unschuldigen was anzuhängen. Karin? Moment, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja? Ich habe mit dem Präsidium gesprochen wegen des Personenschutzes für die Zeugin. Und? Ja, es geht halt erst morgen früh. Was soll das heißen? Ja, sämtliche Kräfte sind für eine Großdemo heute Abend in Düsseldorf abgezogen worden. Na toll. Ich habe Zambrottas Alibi überprüft. Sein Kollege Lucchesi hat die Lackierarbeiten und den Autodiebstahl bestätigt. Und was mit dem Türsteher vom Splash? Freddy Polish? Der hat ausgesagt, dass die beiden bis kurz vor eins in seinem Laden waren, genau wie Zambrotta behauptet hat. Das heißt, sein Alibi ist wasserdicht. Nein. Okay, dann machen wir es anders. Wir lassen ihn gehen und du hängst dich an ihn dran.
und du nimmst Vanessa mit. Vanessa? Nee, also, ich meine, was soll das bringen? Ja, gut. Und was mit dir? Ich passe auf Nadja auf. Was denn? Da, an deinem Anzug am Ärmel. Ist das ein Fleck? Was? Wo denn? Entschuldige, da habe ich mich verguckt. Ich Dummerchen. Ganz offenbar ist ein modebewusster Mann für dich eine große Provokation. Wenn Sie wollen, können Sie ruhig Nadja zu mir sagen. Gern, ich bin Karin. Ja, das ist er. 40 Jahre alt, 500.000 Kilometer gelaufen und nichts dran. Das ist richtige deutsche Dieselwertarbeit. Der ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Dieser Wagen hat mich noch nie, also ich sag Ihnen wirklich noch nie im Stich gelassen. Mhm. Wollen Sie mal eine Runde drehen? Jo. Ich schließe den mal auf. Na. Kapier ich jetzt nicht. Moment. Warten Sie doch! Vor einer halben Stunde haben die Schlösser noch einwandfrei funktioniert! Na, Herr Wagner, können Sie sich doch wohl nicht trennen von dem guten Stück, was? Genau wie meine Frau nicht von mir. So einen Anzug kann eben nicht jeder tragen. Ja, stimmt. Nur ein echter Mafiosi. Würdest du dem modebewussten jungen Mann folgen? So. Das sieht ja köstlich aus. Was ist das? Das sind Blinis. Das ist russisch, oder? Ich stamme aus Kasachstan. Ich bin als Kind mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Und die haben sich aber hier nie so wirklich wohlgefühlt und sind dann vor einem Jahr wieder zurück. Und Sie sind ganz alleine hier geblieben? Ich studiere hier. Ich habe einen deutschen Pass. Ich bin hier zu Hause. Und Sie? Was mit Ihnen? Ich lebe auch allein. Nicht verheiratet? Nicht mehr. Kinder? Leider nein. Aber ein Freund? Im Moment auch nicht. Entschuldigung, dass ich so. Es ist nur, das mit Mick ist noch ganz frisch. Erst ein paar Tage. Sind Sie sehr verliebt? Genießen Sie es. Dobbiamo parlare, Michele. Die beiden haben dich gesehen, zusammen mit dem Mädchen. Perché non me l'hai detto? Sie weiß nichts, Hugh. Glaub mir. Sie hat uns gesehen. Ah, aber nicht erkannt. Und wenn doch? Sie hat es mir doch gesagt. Finché vivrò, nel fango non cadrò.
Backeback ist deine Kelle. Ist die geladen? Ja. Ich leg mich hin. Okay. Falls Sie noch was brauchen, ein Wasser oder so? Nö, danke. Alles gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Nadja? Schon entwickelt? Liegen auf deinem Schreibtisch. Jacke kannst du direkt anlassen. Wir haben eine Leiche in einem Abwasserkanal in Nil. Männlich, Anfang 30. Aha, hast du Karin schon informiert? Ja, die wartet noch auf den Personenschutz. Sie haben jetzt wieder Kräfte frei. Und sobald die da sind, macht sie sich auf den Weg. Wir können auch los. Ach, könntest du bitte die Fotos mit der Kartei abgleichen? Vielleicht haben wir ja Glück. Danke. Mann! Reuter? Ja, ich sehe sie. Okay. Die Kollegen sind da. Bleiben Sie in der Wohnung und sperren hinter mir ab, okay? Mhm. Danke für die Blinis. Gerne. Tschüss. Tschüss. Gefunden. Zwei Kanalarbeiter. Boah, das stimmt ja fürchterlich. Hm. Das sag ich doch. Dass sie ihn gefunden haben, war reiner Zufall. Der Körper hatte sich im Kanal verkeilt und dann verstopft. Und durch die Videoüberwachung im Kanal konnte die Stelle lokalisiert werden. Du hast in der Nacht nichts gesehen. Der Mord hat nie stattgefunden. Ein falsches Wort zu den Bullen. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Leo Abrosi. Da wurde erschossen. Ein Schuss, vermutlich aus nächster Nähe. Das könnten Schmauchspuren sein. So, das ist er. 40 Jahre alt, 500.000 Kilometer gelaufen und nichts dran. Das ist echte deutsche Dieselwertarbeit. Einfach nicht kaputt zu kriegen. Sie wollen sicherlich mal eine Runde drehen, ne? So, einfach reinsetzen. Schlüssel rein und dann diesen Vorglühknopf ziehen, bis die kleine Spirale anfängt, gelb zu glühen und dann einfach durchziehen. Das wundert mich jetzt aber. Darf ich mal ganz kurz? Danke.
Ey, warten Sie mal. Warten Sie doch, das ist mir wirklich ein Rätsel. Heute Morgen ist er noch problemlos angesprungen. Da will er mal wieder nicht. Autos sind wie Frauen, begehrenswert und unberechenbar. Sah so aus, als würden die sich streiten. Ja, das stimmt. Sah so aus, reicht nicht. Wer sind die beiden anderen? Der eine ist Daniele Lucchesi. Der Kollege von Zamprotta. Genau. Und der andere heißt Dino Rosso. Er ist 56 und stammt aus Neapel. Er hat 10 Jahre in Bonn gelebt, bevor er nach Köln kam. Und den Laden hat er seit 2009. Polizeilich ist er nie auffällig geworden. Na, Karre verkauft. Zieh die Frage zurück. Das ist ja Dino Rosso. Kennst du den? Das war doch dieser Mordprozess in Bonn. Ist schon ein paar Jahre her. Das Opfer war ein neapolitanischer In- und Exportkaufmann, war irgendwie in Schutzgeldgeschäfte verwickelt. Rosso hat als Zeuge ausgesagt, hat dem Angeklagten ein Alibi gegeben, der daraufhin freigesprochen werden musste. Schutzgeldgeschäfte, sagst du? Ja, also da waren Gerüchte im Umlauf. Es hieß, Rosso hat dann ein Stück vom Kölner Kuchen abbekommen für seine Dienste, die er im Prozess geleistet hat. Herr Wagner, unser Mafia-Experte. Ja, hätten Sie nicht gedacht, Frau Marschall. Nee. Und Zambrotta und Lucchesi sind die Geldeintreiber von Rosso. Also das würde auch die gebrochene Nase von Frau Ambrosi erklären. Die Kollegen sollen Nadja herbringen. Vielleicht kann sie einen der beiden identifizieren. Rosso oder Lucchesi? Ja. Und ihr kümmert euch um Frau Ambrosi. Hallo, danke, ich übernehme das jetzt. Bitte. Hallo, Frau Winkowski. Guten Tag. Erkennen Sie einen von den beiden? Nein. Aber den hier? Nein. Erinnern Sie sich, gestern bei der Gegenüberstellung, da haben Sie geglaubt, dass Sie ihn erkennen. Ich habe mir das eben noch mal überlegt. Wie überlegt? Naja, vielleicht habe ich mir das mit dem Schuss ja auch nur eingebildet. Wir haben Ihren Lippenstift am Tatort gefunden. Wir waren dabei, als zwei Typen Sie versucht haben einzuschüchtern. Außerdem haben Sie Herrn Ambrosi auf dem vermissten Foto eindeutig identifiziert. Dann habe ich mich eben geirrt. Nadja, Sie haben sich nicht geirrt. Wir haben einen Toten gefunden. Der Tote ist Leo Ambrosi. Was ist denn mit Ihnen los? Kann ich jetzt bitte nach Hause? Ich habe Ihnen alles gesagt. Was ist denn das? Was denn? Die Verletzung hatten Sie heute Morgen noch nicht. War jemand bei Ihnen? Hat Sie jemand unter Druck gesetzt? Nadja! Frag bei der Zivilstreife nach, vielleicht haben die irgendwas gesehen. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihren Mann... Ich habe gestern mit dem St. Vinzenz Krankenhaus telefoniert, mit einer Frau Dr. Stolze. Sie haben sich ihre Nase richten lassen, weil sie ihnen gebrochen wurde. Wer war das? Niemand. Ein Unfall. Ein Unfall? Ja. Wovor haben Sie Angst, Frau Ambrosi? Die Kollegen von der Zivilstreife wurden abgelenkt. Aber Sie haben einen Mann gesehen, der aus Ihrem Haus rausgekommen sein muss, kurz nachdem Frau Reuter gegangen ist. Na und? Sie haben ihn aber nicht reingehen sehen. Das heißt, dass er schon drin war, als ich das Haus verlassen habe. Warum erzählen Sie mir das alles? Er hatte lange Haare, genau wie dieser Daniel Lucchesi. Lucchesi. Zambrotta. Sagen Ihnen die Namen was? Nein. Und Rosso? Nein. Wir können Ihnen nur helfen. Wenn Sie uns helfen. Warum lassen Sie mich nicht einfach gehen? Ja gut, dann gehen Sie. Worauf warten Sie noch? Gehen Sie. Entscheidung, Frau Ambrosi. Sie können auch weiter in ständiger Angst leben. Oder Sie sagen uns, was Sie wissen, und wir helfen Ihnen. Die beiden waren letzte Woche bei uns im Laden. Im Auftrag von Rosso. Mein Mann hat sich geweigert zu zahlen.
Und das haben sich die beiden nicht bieten lassen. Sie haben mir die Nase gebrochen. Als Fahrenum. Mein Mann wollte zur Polizei und die Verbrecher anzeigen. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, weil... Okay, danke, Philipp. Weiß ich Bescheid. Philipp hat den Todeszeitpunkt bestätigt. Und wir wissen jetzt, was hinter der ganzen Sache steckt. Leo Ambrosi. No, nie gehört. Mi dispiace. Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Er hat einen Pizzaservice in Ports. Und er ist vorgestern Nacht ermordet worden. Oh, Mamma mia, ermordet. Che brutta storia. Aber was darf ich Ihnen anbieten? Kaffee, Espresso oder ein Piccolo Amaretto Delizioso? Wo waren Sie vorgestern Nacht, zwischen 23 und 24 Uhr? Qui, wo sonst? Bis kurz vor eins. Da habe ich die letzte Rechnung in meiner Kasse gebombt. Ich kann das gerne für Sie heraussuchen. Gerne. Certo, tutto quello che desidera, commissaria, ai suoi servizi. Allora, vediamo un po'. 23:32, 23:47, 00:51. Eccola qua. 0:51. Grazie. Was können Sie uns denn zu den Personen auf diesen Fotos hier erzählen? Sì, sì, certo. Ich erinnere mich. Gäste von mir. Wollten was zu mitnehmen. Aber ich kenne die Herrschaften nicht privat. Ma dov'è Michele? Ti aiuterebbe a scaricare la macchina? Non lo so, va a cercare tu. Ne muoviti! Tja, also, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, ich muss weiterarbeiten. Nein, nein, das war's, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. War mir ein Vergnügen. Kommissario, auf Wiedersehen. Schöner Stoff. Gracias. Du sprichst kein Italienisch, stimmt's? Ja, dachte ich mir. Sonst hätte sie nämlich mitgekriegt, dass der Koch sich nach Michele erkundigt hat. Entschuldige. Scusi? Signore? Ma chi è Michele? L'altro cuoco, perché? Michele e Mick? Sì. È il nome di famiglia? Gebert, è il nipote del padrone. Ponte, ma Gebert è un nome tedesco, no? Sì, sì, la sorella del padrone è sposata con un tedesco. Ah, mille grazie. Prego. Ciao. Wiedersehen. Er sagt, dass hinter Michele Mick steckt, dass er Koch ist und mit Nachnamen Gebert heißt. Mick Gebert, der neue Freund von Nadja Winkowski. Ja, genau. Die Mutter ist Italienerin und er ist der Neffe von Rosso. Cosa voleva la commissaria? Ma niente, voleva sapere chi è Mick. E tu gliel'hai detto? Sì, perché no? Ma testa di cazzo! Te la dovrei cucire quella bocca! Vaffanculo, va! Los. Hör mit dem scheiß Theater auf. Du hast im Auto gewartet. Ich habe dein Tattoo gesehen. Nadja, bitte, ich kann dir das erklären. Hast du dich geschickt, um auf mich aufzupassen? Um zu schauen, ob ich wirklich nichts erzählt habe? Was, bin ich dir zu laut? Hast du Angst, dass jemand was mitkriegen könnte? Mick Gebert ist in den Mord verstrickt. Familienbande. Und Nadja beobachtet die Tat. Und stört die Mafiosi bei ihrem Plan. Vermutlich wollten sie Ambrosi ganz klassisch in das Fundament eingießen. Deshalb haben sie ihn auf der Baustelle umgebracht. Aber Nadja wird zur Bedrohung. Sie könnte jemanden erkannt haben. Man versucht, sie einzuschüchtern, aber der erste Versuch misslingt. Aber der zweite, vermutlich von Lucchesi, nicht. Was, wenn ihr Rückzieher eine ganz andere Ursache hat? Welche? Ihr Freund ist der Neffe von Rosso. Was, wenn sie rausbekommen hat, dass er in den Mord verstrickt ist und versucht, ihn zu schützen? Mir so leid, Nadja, aber wir müssen weg, du bist hier nicht mehr sicher. Ich konntest du nachher nur mitmachen.
Glaub mir, ich musste. Ihr habt einen Menschen getötet. Wenn ich mich geweigert hätte, mein Onkel mich umgebracht, verstehst du? Das sagst du doch nur so. Das ist doch keine Ahnung, Nadja, das ist meine Familie, das sind die Regeln. Verstehst du? Deswegen wollte mein Onkel, dass ich dabei bin. Der Blut an den Händen hat, kann die anderen nicht verraten. Mein Onkel hat dich nur nicht umbringen lassen, weil ich ihn davon abgeraten habe. Aber ich habe ihm gesagt, es genügt, dich einzuschüchtern. Ja, und was willst du jetzt machen? Warten, bis mich doch noch erschießen. Nein, ich gehe zur Polizei und werde alles erzählen. Mick! Das wirst du nicht tun. Danke. Das war Julia. Zerbrotter und Lucrezia, Mick und Nadja in ihrer Gewalt. Warum der Junge? Warum bedrohen die ausgerechnet den? Vielleicht hat er die Seiten gewechselt. Dann wollen die nicht nur das Mädchen, sondern auch ihn umbringen. Eine andere Option gibt's ja gar nicht. Die Frage ist nur, wo? Also ich schätze, in der Höhle des Löwen. Io ti voglio bene, Michele. Ti voglio bene come un figlio. Ma questa è la tua ultima possibilità. Kann ich nicht machen. Onore, sangue e omertà. Queste sono le nostre regole, nipote. Vielleicht deine Regeln, aber nicht meine. Die Polizei weiß, wer der Tote ist. Und sie weiß auch, dass du mein Neffe bist. Das Mädchen wird einknicken, come un filo d'erba al vento. Wir haben keine andere Wahl. Ich liebe sie. Geht für alle. Hier, Tutti. Runter damit. Il gioco è finito, signor Rosso. Früher hätte ich die bis zum Salerno verfolgt. Ich wäre sogar dreimal schneller da gewesen und ich hätte nicht mal geschwitzt. Hättest du heute auch noch, wenn das Auto nicht dazwischen gekommen wäre. Schau mal, diese Falte hier, die ist doch neu, oder? Ich habe mit dem Untersuchungsrichter gesprochen. Mick Gebert ist ihm bereits vorgeführt worden. Und? Na, wenn er Glück hat, wird die Haftstrafe milde ausfallen. Immerhin ist er zu all dem gezwungen worden. Und er hat versucht, Nadja zu retten. Ohne ihn wäre sie tot. Glaubt ihr, dass sie zu ihm steht? Oh, es wäre ihm zu gönnen. Es wäre beiden zu gönnen. Nicht zu fassen. Sie werden es nicht glauben, meine Damen. Aber er hat ihn tatsächlich verkauft. Jo. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Wagen. Dankeschön. Allzeit gute Fahrt und noch mal 500.000 auf dem Tacho, ne? Danke. Ah!
tust mir das an? Warum? Ich habe dich die ganze Zeit gepflegt, gehegt und gut behandelt. Und dann das. Bei Frank hat es damals genauso angefangen, wisst ihr noch? Hm. Erst hat er seine Göttin verabscheut und dann ist er hellhörig geworden. Ja, wie eine Göttin sieht Mattis Karaba nicht aus. Du weißt doch, Männer, kommt es auf die inneren Werte an. Ja, die inneren Werte.